Herzlich willkommen zu Part 4, glaube ich, keine vom Ahnung. Let's Play Together Men of Medan mit dem Herrn Vega. Guten Tag, und wir haben gerade eine Gruselgeschichte vor uns, was ich weiß. Und jetzt, auf geht's. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain, Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Hm. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich habe was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und in den Schwachen gehängt. Moment, du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Oh. Wer weiß schon, wie sie starben? Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit den Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen aus und er schreit. Gib's Kuss. Das ist der Kuss. Na, nicht gruselig. Halt mal deinen Leistung. Oh, ernsthaft? Ach komm, das war nicht gruselig. Das war ganz schön billig, Kumpel.
Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen, denn das Wetter wird schlecht. Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Denn gemäß den Standardschiffsregeln. Ich muss noch dieses Tote darstellen. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha, wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Ich bin raus. Ach, guten Tag. Oh shit. Oh shit, dann weiß ich, was jetzt kommt. Ich weiß nur nicht, wie Brad mit gefunden werden konnte. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit habe ich selber gespielt, eine Möglichkeit weiß ich von YouTube. Ich bin gespannt, wie es jetzt ist. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich Conrad kann. Kann man auch von Olaf schießen machen? Ja, dann schon. Ich versuch's auch. Das muss ich gleich mal klicken, Kollege Bratan. Ich weiß, was kommt. Lass es. Lass es. Piss dich. Ich mit der Chess gedacht, das ist Alex, warum auch immer, weil der so komisch ausgehört hat. Das sind nicht alle. Fliss und Brad. Ist es da? Aber wo? Brad ist doch auch in dem Zimmer! Das verstehe ich nicht. Es gibt keine Möglichkeit, wahrscheinlich. Doch. Ich beweise dir das sogar, dass er. Ich beweise das. Ich beweise dir, dass alle Kleider auf dem Ding sind. Ich weiß es ja. Was? So, warte mal, ein Knebel und ich ein Knebel, more Fliss. Also es fließt jetzt da rein, war ich nicht. Also sie ist wieder rein sein, sie hat geschlafen. Und ihr haben es halt gefunden. Warum auch immer sie Brad nicht finden, aber ihr haben es gefunden. Hä, war die nicht draußen die ganze Zeit? Fliss hat geschlafen, gerade am Anfang jetzt, du Hero. Okay. Was ist mit deiner Ehefrau? Die ist glaube ich da, ja. Da kriegen wir auch hin. Joey, alles okay? Ich glaube schon. Schlechte Nachricht. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden. Also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Was werden wir uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Nehmen wir erstmal alle los. Leute, wir müssen uns losmachen, sofort. Kein Risiko, noch nicht. Scheiße, das klappt nicht. Los doch! Quick them, man, Bro! Arschloch!
Ich sehe es gerade, du verkackst jeden Glück, der mir wendet jetzt schon. Ich sehe es so kommen, du verkackst. Weiß ich nicht, mit irgendjemandem wirst du dann verkacken. Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ich hoffe. Seid ihr ganz aber allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich. Ja, ich weiß, du Stück Scheiße. Das eine Scheiß du hast es gehört. Welches Scheiß kriegt ihr denn? Wo du fließt. Das bin ja ich. Ich fließe. Das mache ich. Nein, man nicht da. Man noch auf dem Schiff. Du gibst ja. Wo ist da? Also Scheiße. Ich weiß nicht mehr, welches du machst, aber okay. Mit Julia. Auf dem Schiff. Auf dem Schiff. Oh nee! Oh nee! Ich lasse es dich machen. Mal schauen, ob wer auch. Oh mein Gott, ich habe Angst. Warte mal. Du weißt mit mir, Lady, was. So behandelt man eine Lady. Langsam. Ruhig. Na, na! Der haut ein Ohr, oh mein Gott! Du bist ertrocknet! Ich will nicht wissen, was passiert! Ich hab gedacht, der bringt dich echt um. Na, ich will nur wissen, was passiert! Okay, Ohr ist ja nicht so schlimm, nicht das Problem. Ein Stück vom Ohr fehlt, oder? Ja, das ist nicht das Problem. Hat Mick Foley auch. Hat Mick Foley, das ist nicht das Problem. Was? Mick Foley hat ein Ohr verloren, okay. Jetzt benimm dich, okay. Willst du alle umbringen? Ich hab gesagt, okay. Oh mein Gott, so ein Ohr, Alter. Du solltest ihn nicht beleidigen. Ich hab beim Let's Play habe ich keinen beleidigt, deswegen wollte ich es jetzt mal probieren. Julia, sei ganz. Wenn du willst, dass der Wichser mir Ohr abschneidet. Wetten Sie ihn jetzt mitgenommen? Ich glaub. Bin ich dann dran, oder? Er blutet. Mein Fehler. Ja, dein. Aufhören, lass sie los! Hier, Bastard! Hey! Schwachkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben Sie Fliss auch? Es scheint schon ziemlich dick mit ihnen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Hat der pennt. Ich weiß nicht. Okay, es ist nicht so viel aufgeschnitten. Er ist bestimmt okay. Das geht wieder weg, oder? Keine Ahnung. Er hat nicht das ganze Ohr abgeschnitten. Aber er lebt, also das ist die Hauptsache. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Sie kommen. Total überrascht. Super, perfekt. Was ein Plan. Verdammter Mist! Was ist jetzt vergewaltigt? Hey! Bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Ah. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Und noch was. Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut. Das wäre nicht passiert, wenn sie den Ehering nicht hätte. So wie bei Marvel Display. Hat sie nicht gehabt, oder haben sie einen klauen können. Ist ja wurscht, oder? Immer nur. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Ah, hier ist Scheiße. Ja, ein Scheiß bei 8. 8 Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Bei 6? Ich weiß, dass es bei 6 ist. Nehmen wir das doch. Ja, klar. Das ist ein Schnellboot.
Der Chef, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Diese Fächer müssen zahlen. Schauen wir sie aus. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinge... Was für 7 Sekunden? 6 Sekunden, Alter. Wir knacken sie, während es dauert. Gute Idee. Das ist bei 6, das ist bei 6. An der Seite entlang und greif sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Okay, dann los jetzt. Oh, fuck. Es ist bei 6, normal. Ich krieg ja nicht vor, wenn ich es schaffe. 2, 3, 4, 5. Yes! Sick! Bitch, von wegen 7 oder 8. Ja! Ich wusste es. Geil, danke. Auf in die Hölle. Das krieg ich aber hin. Zum Glück ist es irgendwie nur X. Hey, Bro! Du Ficker! Fallen lassen, Alter! Lauter Amateure hier! Fliss, ich schaff das! Ich regel das! Ah, das ist aber umgekehrt, nice! Jetzt haben sie ja ihren! Schnapp sie! Jetzt will ich mich schnappen, ich schnapp mir gar nichts, schnapp ich hier! Denk nach, was du tust, Bursche. Willst du? Los! Das Kind will mich umbringen, Oswald. Ich flieg sicher nicht. Diesmal flieg ich nicht. Mach doch Creep Damn Event dann! Ich kann kein Creep Damn Event machen. Das war falsch. Ja, aber ich würde nicht fliehen! Weil ich weiß, was passiert, wenn ich fliege. Bord. Euer Bord. Ich bin jetzt der Captain. Sie haben uns mal. Schieß jetzt ja nicht. Du bist der Trottel. Hast gewonnen. Hast gewonnen. Oh, der Tiefste. Boah! Ich dachte. Hast du jetzt gesagt, mach diese Arschlinge? Ja, ich will. Ich. Er hätte sich ausgeschossen. Alles okay, du hast gewonnen. Kann man den Kack echt irgendwie gewinnen? Man kann das gar nicht, glaube ich, gewinnen. Aber dass jemand stirbt. Setz euch! Und der ist sicher. Da drüben. Du, genau, hier. Setz dich! Aber Conrad ist mal da, er ist nicht geflohen. Also wie nicht. Ferme là, ou je te mets mon poing dans la gueule. Heilige Kacke. Er schießt sie doch. Was? Komm her! Was? Ich meine, sie soll den erschießen. Den haben sie eine Waffe? Na, sie sollen ihm die Waffe klauen. Im Boss am besten erschießen, die anderen. Ach schau, jetzt hat er die Scheiße, was du gefunden hast. Hm. Wenn die Scheiße vielleicht nicht finden, was passiert dann? Weil bis jetzt haben wir immer diese Scheiße gefunden, das ist Mandschureigold-Scheiße. So, Herr Fahne, Fliss. Fliss? Na super. Kriegt der Vivens auch? Ich hab Angst. Ich erzähle euch nichts, ihr Arschlöcher. Naja, wenn jetzt was passiert, bist du schuld. Du hast beim Arsch schon. Ja, mein Gott, das ist aber keiner noch geschaut. Wenn du uns irgendwann umbringst, ich schwör's, ich töte dich selber. Weißt du was? Jemand musste etwas tun. Ich wollte nicht nur rumsitzen. Okay, jetzt haltet die Fresse! Halt du da deine Fresse, du Type. Ach du Scheiße. Mach mal halblang mit dem Gangster-Getue. Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie schlimm deine
Situation ist. Du blutest. Also soll ich die nochmal schlagen? Fliss muss damit zu tun haben. Ach, Ehrenlose. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihm vom Mandschureigold erzählt. Sie hängt damit drin. Sie haben das Ding gefunden. Wütend oder? Ach du. Boah, Gott sei Dank. Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich hab echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Halt. Immer in der letzten Millisekunde. Oh mein Gott. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Ich hab's immer geschafft. Komm jetzt mit. Um Gottes Willen. Lass ihn holen. Ja, ich komm schon. Wenn du klug bist, dann weiß ich was. Wenn du Scheiße baust, dann machst du Scheiße. Sieh aus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Großes? Ich weiß, ich mach's wieder sowas. Dann wird es kurz holt. Dann glaube ich, da machst du wahrscheinlich gleich wie. Ja. Was? Wie nein? Ich schwör, ich töte dich. Können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt davon aus. Trifft sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Das hat er sauber gesagt, macht das passiert nicht. Passiert ja nichts. Das hat das Haus auch so gemacht. Ich hab wahnsinnig. Hätte ich das als Erster gesagt, dann. Chief, schau! Alter! Warte mal, noch eins. Bist du da? Ich hab's geschaut. Oh mein Gott. Ich hab wahnsinnig. Solange es nur die vier Tasten sind. Na, mehr sind sie nicht zum Glück. Ja, das kommt ja jetzt. So hat er mir eins weggeschafft. Aber dann hat die der Typ gefunden. Hat mir da der Typ gefunden, warum auch immer. Ich glaube. Doch, bei mir da gefunden. Ja, einfach weg damit! Chill, der Hund nervt! Jetzt! Wenn der ins Wasser fällt, ich den reinschuppen. So, wenn es jetzt richtig machen würde, dann würde auch Brad da auftauchen. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Würdest du, wenn du es richtig machen ich weiß, würdest? Ich weiß, wo er ist. Ja, wenn du es richtig machst, dann kommt Brad auch. Falsch. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Obwohl, vielleicht war er falsch. Na, unten ist egal. Kumpel, komm raus. Doch, stimmt doch. Okay. Ja, aber er könnte helfen, kommt er auch dann. Aber ich hab's aber geschafft, dass er nicht kommt. Ah, passt. Ja, ist ja wurscht, aber. Okay, wir haben doch alle 5 jetzt mal. Das ist schon mal ein Vorteil. Relativ Vorteil. Vielleicht gibt's noch weiter eins in der Situation. Auch noch. Später schon. Oh, und da haben wir den Spaß. Nein. Das war der Typ, der was auch aufmacht vom Ausgang. Keine Ahnung, wer da jetzt, warum da war der jetzt der Sprint, weiß ich nicht. Weil da war bei mir nicht auf dem Schiff. Ah. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Safe hätte dann. Ich Julia weiß. Kugel kriegt, 1000%ig. Nein. Doch. Ich weiß nicht, ob sie gestorben wird. Safe. Safe, wenn ich das andere gesagt hätte, safe. Aber vielleicht nur im Bein.
glaube nicht, er darf den Kopf schütteln. Na. Ich versuche es aber noch. Nee, ist auch wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Willst du einen Tipp? Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest. Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Wem sagst du das? Oh shit. Aber das ist schon der Spieler. Wer Spieler in Akt 1? Persona non grata Bücherwurm. Hä? Was heißt das? Keine Ahnung, aber das ist ein guter Zeitpunkt für einen Cut machen. Ja. Dann hören wir uns beim nächsten Part. Ciao. Ciao.